Starten wir das, dann starten wir das hier. Okay. Hallo. Hey. Okay. Hast du mich? Du hast ein bisschen viel Rauschen und du bist ein bisschen arg leise, ansonsten ja. Wahrscheinlich das Rauschen, weil wegen dem scheiß Mikro. Ja, das kann sein. Das macht nichts, wenn du einfach näher ans Mikro hingehst, sodass du das Ding fast im Mund hast, dann müsst schon passen. Das übertönst du dann schon. Es ist nicht sehr schlimm. Es geht schon. Besser? Ja, wenn du so weitersprechen kannst, die nächste Stunde, das wäre dann super. Ja, okay. Passt. Gut, dann bist du schon in StarCraft 2? Ja. Dann habe ich dich noch nicht hinzugefügt. Dann machen wir das doch gleich. Den da. So. FA ist raus. Wunderbar. Perfekt. Da unten bist du. Invite to Party. Gut. Okay, also ich habe mir jetzt die längeren rausgenommen. Da gucken wir jetzt einfach mal drüber. Ich habe sogar welche gefunden, die du verloren hast vor ein paar Tagen. Das ist dann natürlich immer ganz nett. Und wegen dem Cheese, da können wir auch mal gucken. Aber ich denke, so generell, so die Basics, wenn du die drauf hast, dann wirst du in deiner Liga erstmal auch nicht mehr durch Cheese oder irgendwelche frühen Angriffe sterben. Also selten. Hoffe ich doch. Sollte zumindest weit zurückgehen. Gut, okay, das läuft alles. Dann starten wir doch gleich mal mit dem ersten und gucken, was du da so alles Schönes gemacht hast. Du bist jetzt Silber 1, 3, 2, 1. Eins, Okay, eins, kurz vor genau. Gold. Perfekt. Also Gold sollte man dich auf jeden Fall kriegen. Mit genug Übung kannst du sogar auch ganz gut Platin kommen, denke ich. Das ist Das wäre auf jeden Fall definitiv geil. machbar. Doch, doch, das machen wir schon. Ich bin sogar schon bis runter auf 2600 gekommen. Okay, ich weiß jetzt die ganzen Grenzen leider nicht vom MMR, aber. Also 2600 ist schon recht wenig. Ich weiß auch nicht, ich bin ja nicht abgestiegen. Okay. Also ist die untere Grenze von Silber 1 meins. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man nur, wenn man neu eingestuft wird, absteigen. Ja, insgesamt schon, stimmt schon. Aber Ja, wenn du genau. jetzt zum Beispiel unter die Grenze droppst und die neue Saison beginnt, dann wirst du halt abgestuft quasi. Also nicht während der Saison, aber am Start einer neuen Saison wirst du halt dahin gestuft, wo dein aktuelles MMR ist. Und wenn das jetzt unter Silber 1 wäre, dann tätst du halt Silber 2 oder 3 oder was auch immer, wo du gerade bist, kommen. Okay. Gut, also. Dann gucken wir mal. Ich finde es schon mal ziemlich interessant, dass du insgesamt längere Spiele gewinnst und kürzere verlieren zu scheinst. Ja, es ist Das wohl nicht so. der Fall sein? Naja, normalerweise ist es. Weiß ich nicht. Es ist so ungewöhnlich, finde ich. Was ich denke, dass deine Liga für Spielstile repräsentiert. Ich meine, ich bin ja selber Inwiefern? jetzt nicht Silber. Von dem her habe ich da relativ wenig Ahnung, was da so abgeht. Und mich hätte es jetzt eher gewundert, also mich wundert es, dass es so ist, als andersrum quasi. Okay. Weil das heißt halt eigentlich, wenn längere Spiele gehen, ja, dass dein Makro besser ist, generell sollte, als das deines Gegners. Und das ist schon mal eine ganz gute Sache. Und wenn wir das ausbauen können, diese Stärke, auch dass du halt im frühen Spiel ein bisschen sicherer bist, dann wird das super. Okay, also das erste, was mir jetzt hier auffällt, oh, ich muss noch das Notepad öffnen. Ich mache nämlich immer Game Notizen paused. währenddessen, die schicke ich dir dann am Ende nämlich. Okay. Damit du dann. Jetzt muss ich gerade das da downloaden. Okay, so, hier, bumm. Bestimmt der Reaktor, ne? Nö, das ist schon in Ordnung. Nicht? Okay. Es geht jetzt erstmal ums Scouting und zwar im TVP, wo wir gerade sind. TVP Scouting. Und zwar das SCV,
das die Rex gebaut hat, das geht scouten. Und zwar direkt zum TOS rüber. Also wenn du Okay. jetzt, wenn wir jetzt hier gucken, bum bum bum, weil du hast jetzt hier dieses SUV schon rausgeschickt. Das brauchst du noch gar nicht. Denn, also das kostet dich erstmal Mineralien, weil es sammelt jetzt nicht und es muss nicht sein. Es scoutet nichts Wichtiges zu dieser Zeit. Du könntest mit einem späteren Scout immer noch alles sehen, was du sehen musst. Insgesamt. Ich weiß, dass du jetzt scouten möchtest, insgesamt, weil du halt immer gegen frühes Zeug stirbst. Eigentlich gar nicht, weil Aber. das war jetzt eines der wenigen Spiele, wo ich nur mal gescoutet habe, weil ich keinen Bock hatte, dass da mehr Proxy geht. Weil wenn du andere anschaust, ich scoute eigentlich gar nicht, um genau zu sein. Okay. Ja, wie gesagt, also Proxy, es gibt nur einen Proxy, der zu der Zeit irgendwie blöd kommen könnte. Und das wäre, wenn er zwei Gateways Proxy spielt für Zealots. Aber das würde dann meistens hier stehen, glaube ich. Oder hier ganz in der Ecke, wo du nicht hingescoutet hast. Also du Hast hättest du das gerade gepinkt? wahrscheinlich. Ja. Nicht gesehen. Echt nicht? Nee, also auf der Minimap war nix. Du siehst die Pings hier nicht? Mach nochmal. Ich bin gerade die ganze Zeit dabei. Nö, ich sehe nix. Wow, wieso siehst du die Pings nicht? Weiß nicht. Das ist ja seltsam. Also die wären schon ziemlich wichtig eigentlich. Den sehe ich. Echt? Also Den habe deinen ich Ping überhaupt nicht sehe ich. gesehen. Ui, dann guck mal in deinen Einstellungen, ob bei den Optionen, vielleicht ist da irgendwo was. Lass mal gucken. Vielleicht finden wir da was. Nee. Nee. Weil das ist wirklich seltsam. Weil die Pings sind eigentlich schon ziemlich nützlich zum Coachen. Also das sollte schon irgendwie da sein. Also, dass du deine eigenen Pings nicht siehst, ist halt schon seltsam. Stimmt. Ich finde es aber in den Optionen auch keine Option, wo es hier heißt, Pings irgendwie disablen oder sowas. Das ist schon ziemlich seltsam. Okay, lass mich mal das ganz kurz googeln, ob ich da schnell eine Lösung finde. Lassen Sie my own Pings. Ja, das ist jetzt natürlich doof, weil hier Ping gleich FPS ist und Bandbreite Ping. Da findest du jetzt natürlich nichts in Google hier. Vielleicht Alert Ping oder so. In-game Alerts. Das, ja, sowas in der Richtung. Aber ist halt auch nicht das Gleiche. Also, das sind die Benachrichtigungen oder so, Ja, wo wenn es dann zum Beispiel heißt, nicht Supply genug. Drop und Ja, so. richtig, der Mist ist Ah, das. fuck. Ja, das ist ein Problem. Ah, das ist echt seltsam. Also ich sehe deinen Ping, das heißt, das Pingen funktioniert schon. Seltsam. Ausgesprochen seltsam. Gut, dann kannst du nur Folgendes machen. Wähl mal meine Sicht aus. Also du müsstest, ich weiß nicht, wenn du das Standard-Overlay hast vom Dings, müsstest du irgendwo diese Zeitanzeige haben, wo du schneller Ja. und langsamer machen kannst. Und da ist auch so ein Dropdown-Menü. Nee, da kann ich tatsächlich bloß beide Spiele auswählen. Ah, weil es aus dem Replay ist. Müsste Mist. man vielleicht die Bildschirmübertragung anmachen oder so? Ja, bei Skype, das wäre jetzt auch irgendwie. Wenn ich da und raus tappe, will ich auch nicht, dass du alles siehst, was ich hier gerade offen habe, Ah, vielleicht. okay. Gut, dann müssen wir das halt so irgendwie. Ich weiß es jetzt nicht, wo man den Ping leider. Also hatte ich jetzt auch noch nie, dass da der Ping nicht funktioniert. Das ist echt sehr seltsam. Weil das sehe ich, wenn du da pingst. Weil du siehst ja auch gerade beide Gegner, ne? Also ganz normal. Also dich und den roten Protoss. Nee, ich hatte gerade nur auf mir. Ich würde Oh, sagen. drück mal E für oder ich weiß nicht, bei mir ist es E, weil ich auf Englisch habe für everyone, für alle. Mach mal, dass du Nee, alle. also ich sehe meinen immer noch nicht. Nur dich. Immer noch nicht. Also ich sehe, ich habe alle, ich sehe immer noch keinen.
Also, nee, jetzt, ich meine von den Spielern. Oder, Siehst ja. du nur dich selbst, also nicht den roten Spieler? Also das hatte ich bis gerade gemacht, ich habe jetzt beides probiert. Jetzt, okay, sag mal, wenn du beide siehst. Habe ich. Siehst du die Pinks Ja, jetzt? genau. Ah. Ah, okay, dann bleib Warum auf kann ich allen. meine noch nicht sehen? Ping nochmal. Also bei mir kommt jetzt nichts an. Komisch. Aber die Pings von mir siehst du, oder? Ja, die sehe Ja, ich das ist jetzt. das Wichtigste. Okay. Das passt dann schon. Okay, dann löschen wir jetzt die ganzen Blödpings mal. Ja, wegen dem Scouting. So, wenn die Pings jetzt gleich alle verschwinden. Okay. Also, dieser Proxy-Dingsbums, du hast jetzt mit dem SUV so ein bisschen gescoutet, aber normalerweise der, der kommen könnte, der dir wirklich gefährlich werden sollte, sollen könnte, würde entweder hier stehen. Oder hier, wo du, wenn du siehst, da hast du nicht richtig gescoutet. Also wenn das da ganz an die Ecke, dann hättest du es verpasst. Oder ihr könnt es auch hier in die Ecke klatschen bei den Steinen. Also da überall könnt stehen, vielleicht auch hier, aber eher unwahrscheinlich. Und dann hättest du es mit dem SUV alles trotzdem verpasst. Das heißt, das so zu scouten bringt gar nicht viel. Das heißt, das würde ich wirklich stehen lassen und das SUV, das die Barracks gebaut hat, das rennt dann rüber zum Scouten. Also entweder ganz oder gar nicht, keine alten Sachen. Richtig, genau. Das zählt eigentlich so fast immer. Außer beim Droppen, da ist das ein bisschen schwieriger, weil da machst du eigentlich dauernd nur halbe Sachen. Du willst nämlich das Zeugs nie verlieren, aber das machen wir, da kommen wir später zu. Also das, wie gesagt, das SUV, das da jetzt rumsteht und die Racks gebaut hat, das schickst du rüber und scoutest, ob da ein Nexus steht. Wenn nein, dann musst du schon ganz vorsichtig sein. Dann rennst du nämlich rein, scoutest, wie viele Gase hat er genommen, wie schaut seine Basis aus. Und wenn dann da zwei Gase stehen und zum Beispiel zwei Gateways oder ein Gas und zwei Gateways, dann ist schon Vorsicht, weil dann wird er irgendwie aggressiv rüberrennen wollen. Zum Beispiel mit Adept und Photon Overcharge Pylonen Mist Blödzeugs. Und dann möchtest du natürlich einen Bunker bauen. Am besten dann da unten hin, damit du da sicher stehst. Sobald du siehst, da fehlt ein Nexus, hast du zwei Möglichkeiten. Erstmal hochgehen und scouten, das ist wichtig. Und dann parkst du das SUV wieder unten hin, damit du siehst, wann holt er sich den Nexus. Und wenn er das bis jetzt bei 220 immer noch nicht gemacht hat, dann ist höchste Gefahr geboten. Und dann würde ich auch sagen, gegen One Base, also wenn er One Base bleibt, also selbst keine Expansion nimmt, würde ich selber auf eine Basis mich zurückziehen. Das heißt, sobald das Command Center fertig wird, ich würde es liften und hochgehen. Weil du brauchst unten nicht verteidigen. Du machst dich bloß angreifbar, indem du ihm mehr Fläche gibst, wo er dich treffen kann. Und das muss nicht unbedingt sein. Ansonsten ist dein Opening eigentlich ziemlich solide. Soweit. Das mit den Mules, glaube ich, funktioniert auch relativ gut. Also du kannst einen Reaper spielen. Du hast ihn jetzt hier geskippt und das ist auch in Ordnung. Aber dann musst du unbedingt mit dem SUV rüber scouten. Mache ich halt meistens, weil ich will mir Reaper Micro nicht unbedingt antun. Musst du jetzt auch noch gar nicht. Um ganz ehrlich zu sein, dein Opening, wie du es jetzt spielst, gut, du spielst jetzt hier Three Racks, das ist ein bisschen alt, aber ist komplett in Ordnung. Es ist generell schon das Sicherste, was du spielen kannst. Weil du halt die ganzen Marines rauskriegst, aber du musst auf jeden Fall mit dem SUV scouten. Also das ist ganz wichtig. Das ist aber eine komische Base, die er da genommen hat. Ja, das ist eine Ninja Base. Und das ist auch. Und das willst du auch gerne scouten. Also das ist so. Die nehme ich auch immer ganz gerne so. Ninja-Bases sind die, die abgelegen sind, damit man der Gegner die nicht findet, oder? Genau. Ja, Also nehme ich ganz gerne. du veräppelst deinen Gegner quasi damit. Und wenn du jetzt gescoutet hättest, dann hätte er dich auch veräppelt. Du hättest dann Panik geschoben, Hilfe, was macht der? Was kommt da? Und dann in Wirklichkeit nimmt er sich hier den Nexus. Das Tolle ist für dich, dass seine Build-Order totaler Müll ist. Also wirklich, wenn du ein bisschen Plan von dem Spiel bekommst, kannst du das komplett zerstören, was er da macht. Komplett zerstören. Also wenn du jetzt zum Beispiel scoutest hier, der fehlt der Nexus, dann parkst du da ein SUV und hättest du einen Reaper, würdest du überall auf der Map nach Proxys gucken. Da du das nicht hast, würde ich auf mindestens ein SUV nehmen zum Scouten. Vielleicht auch noch ein zweites, damit du mit dem einen die eine Karte, also die eine Hälfte der Karte und mit dem anderen die andere Hälfte überprüfen kannst. Weil sowas zu sehen, wenn du den Nexus gesehen hättest,
Das wäre halt gigantisch. Den kann er halt fast nicht verteidigen. Vor allem, da du drei Barracks spielst. Das ist halt Bombe. Also du hast so viel Produktion dahinter, das tut halt weh. Weil das kann er fast nicht verteidigen, wenn du da früh genug hinrennst. Vor allem nicht, wenn er nur auf einem Gate ist, was du ja mit dem SCV scouten willst. Also du gehst mit dem SCV rein, siehst, aha, der hat bloß ein Gate, komisch, kein Tag. Was ist da los? Doppelgas, irgendwo muss das Ganze hingehen. Und du siehst schon, wenn du auf sein Gas schaust, seine Bildorder ist sau schlecht, weil das ganze Gas Was bringt ist ihm Tag? nichts. Wo? Also du hast gesagt, kein Tag oder so. Ich weiß nicht, was Tag ist. Tags sind, also jetzt zum Beispiel die nächststärkere Einheit. Also Stargate ist zum Beispiel, hier das Stargate ist zum Beispiel Tag, weil er Void Rays raushauen kann. Marines sind Low Tag, weil die kannst du recht früh im Spiel raushauen. Und Medivacs sind schon besserer Tag, weil die halt später kommen. Die sind wertvoller, die dauern länger, sind teurer. Battlecruiser wäre zum Beispiel High Tag. Also das ist so Tier 3 Unit, Endgame quasi. Also das sagt man so Tag quasi. Also Zealots sind auch Low Tag. Adepten auch Low Tag, weil die so früh im Spiel kommen und recht günstig sind. Sentries sind schon teurer, aber ne? High Templar zum Beispiel, hier die Hohen Templar mit dem Storm. Ah, ich Das frag mich zwar. ist Hightech. Aber das hat er halt jetzt alles nicht. Also wenn du gescoutet hättest, hättest du zu dem Timing gesehen, Gateway ist da und eine Schmiede ist da. Und dann weißt du, okay, das ist schon mal ganz komisch, weil eine Schmiede baut so früh keiner. Normalerweise. Also in deiner Liga freestylt eh fast jeder. Denke ich jetzt mal. Aber wenn du anfängst, eine Build Order runter zu spielen, ich weiß nicht, ob du eine hast oder ob du auch Nee, so ein ich bisschen am keine. Freestylen bist, hast noch keine. Aber Nee, ich spiele immer so nach Freischnauze. dafür, dass du keine hast, hast einen ziemlich guten Freischnauze-Bild gefunden. Außer den Anfang eben, also den habe ich mir abgeschaut mit Supply Depot Barracks und dann Orbital und danach ist eigentlich so, wie es kommt. Okay. Ich werde dir auf jeden Fall eine Build Order später dann rüberschicken, die du dann spielen kannst. Die kannst du üben. Und mit der wirst du dann auch ziemlich weit kommen können, wenn du weißt, worum es da geht. Das machen wir dann nachher noch. Generell möchtest du, das sind jetzt so Dinge, die ich dir aufschreibe, auf zwei Basen, drei Barracks, also wenn du Bio spielst, was du jetzt tust, eine Factory und einen Starport haben. Genau. Du gehst dann, sobald die zweite Basis voll saturiert ist. Nee, warte, eigentlich. Also es kommt drauf an. Da muss ich auch schon wieder differenzieren. Das ist nicht ganz so einfach. Mit dem Opening, das ich dir später zeigen werde, wirst du nämlich nicht auf drei Barracks gehen, sondern auf zwei. Und später auf fünf hoch. Also das Endziel auf zwei Basen sind fünf Racks. Und auf drei Basen acht Barracks. Ich schreibe hier das Rex in Klammern dahinter, dass du weißt, dass das die Abkürzung ist. Ich schicke dir dann später noch die Datei, dann kannst du das alles in Ruhe durchgehen. Und wenn Wunderbar. Fragen ist, kannst du jederzeit mir eine Skype-Message schicken. Also für so Kleinigkeiten einfach immer anschreiben, wenn was unklar ist. Genau. Also du kannst diesen 3-Rex-Build, den du jetzt gespielt hast, wo du halt Depot, Barracks, Command Center, Orbital und dann nochmal 2, das kannst du spielen. Du siehst allerdings, dass du relativ viel Gas in deiner Bank hast. Obwohl du Stim und Combat Shields und plus 1 erforscht, hast du sehr viel Gas. Das heißt, bei dir hättest du jetzt zum Beispiel die zweite Raffinerie später nehmen können. Wenn wir jetzt gucken, wann addest du die zweite Raffinerie? Ich glaube, die ist ein bisschen arg früh bei dir. So, jetzt schauen wir mal, wann kommt die. Dann wird die gebaut. Genau, du baust sie jetzt. Und du hast schon 250 Gas in deiner Bank. Hast du Gas First geöffnet? Oder war es Barracks First? Ja, Gas First. Okay, das macht es. Okay. Du brauchst nicht Gas First spielen. Also es ist in Ordnung, wenn du zuerst die Barracks baust. Und dann das Gas. Dann kannst du immer noch den Reaktor perfekt setzen, wenn die Barracks fertig wird. Weil diese 50 Gas, die du jetzt hast, die bringen dir nichts. Und wenn du das andersrum machst, dann, ja, dann ist dein Command Center, glaube ich, ein bisschen früher.
Also das sind so Kleinigkeiten. Genau, also du baust jetzt dann hier. Oh ja, und du kannst, wenn du eben im Reaktor zuerst öffnen willst, kannst du das, die Rampe auch ein bisschen anders zumachen. Also diese hier. Und zwar würdest du das Supply Depot, das linke, das bleibt da, wo es ist. Und über dieses Supply Depot, du vertauscht quasi das Supply Depot, das zweite, mit der Baracke. Die tauschen quasi Plätze, nur dass die Baracke noch ein Stückchen nach oben geht, dass der Reaktor dann bündig abschließt. Okay. Ich zeig dir das mal kurz. Also, ich weiß, was du meinst. Also, was halt in der Mitte ist, ne, der zweite. Zwischen nichts, also dass die Barracks nicht zwischen den Supply Depots ist, ne? Ja, genau, das, also du hast dann die zwei Depots, die sind leicht aneinander versetzt und die Barracks mit dem Reaktor macht dann die Rampe komplett zu. Also du Ach, das hast ist, dann. weil die sich durch den Reaktor quetschen können, oder? Nochmal das? Weil die sich durch den Reaktor quetschen können, teilweise, Genau, oder? also du baust es so hin, dass wenn der Reaktor fehlt, du nur noch diesen Mini-Spalt hast, wo Einheiten durch können. Und der Reaktor macht dann komplett zu. Soll ich es dir kurz zeigen oder kannst du es dir vorstellen, wie es gemeint ist? Nee, ich weiß, was du meinst. Okay, gut. Dann kommen wir mal kurz raus, weil ich bin jetzt rausgegangen, ich wollte es ja nicht zeigen, dann gehen wir nochmal gleich rein. Genau. Nee, dann ist ja super. Und der Grund dafür ist halt, zum einen sparst du dir das Liften, was auch nochmal ein bisschen weniger, also Zeit spart, Zeit ist immer gut, wenn du hast. Und zum anderen ist der Reaktor dann nicht so verwundbar. Wenn er jetzt nämlich diesen Proxy-Dingsbums spielt, dann könnte er mit zwei Zealots oder vielleicht sogar drei den Reaktor angreifen und den kannst du ja nicht reparieren, solange er noch gebaut wird. Das heißt, er wird auf jeden Fall durchbrechen und dann hast du ein Riesenproblem. Gegen Zerg ist es das gleiche mit den Zerglingen. Aber wenn der Reaktor ganz da an der Ecke steht, kann da bloß eine Einheit angreifen und dann wird er fertig, weil nicht genug Schaden drauf ist und dann kannst du ihn gegen reparieren. Also es hat zwei Gründe, warum du das so bauen möchtest. Ja, das macht Sinn, das ist einleuchtend. Habe ich noch nie bedacht. Danke sehr. Ja, gerne. Jetzt gucken wir mal so ein bisschen, wie das bei dir ausschaut mit den Supply Depots. Weil ich glaube, das hast du tatsächlich sehr gut hingekriegt. Also für Silber. Manchen Supply Block und so. Richtig, dass du nicht Supply Block bist. Also du baust ein bisschen zu viele Supply Depots am Anfang, weil du bist halt jetzt 20 Supply frei, das ist ein bisschen viel. Also die kommen ein bisschen zu früh quasi. Auch das hier ist noch ein bisschen zu früh. Bei 46 steht locker reichen. Du baust es halt 10 Supply früher. Was halt dazu führt, dass jetzt deine Factory zu spät ist, das heißt, dein Starport ist später, deine Medivacs sind später und du kannst nicht so ein schönes Timing treffen, wo du dann mit Marines und Stim rüberrennst und richtig Power drückst. Also da kannst du ein bisschen dran ändern. Schrauben meine ich, dass das halt dann ein bisschen flüssiger läuft quasi. Also so wie du es jetzt machst, ist gut, besser als andersrum, wenn du da im Supply Block bist. Aber da kann man auf jeden Fall auch noch ein bisschen dran rum optimieren. Genau, du hast jetzt hier die Factory gebaut. Und du siehst jetzt schon, dass du zu viel Gas in deiner Bank hast. Und wenn du konstant produzieren würdest, wenn wir nochmal ein bisschen zurückgehen, sehen wir das. Weil du halt das, also zum einen hast du Gas First gespielt, das wirst du dann mit der Build-Order, die ich dir zeige, wenn du die spielen willst, nicht mehr machen. Vermutlich. Kommt drauf an, welche ich dir schicke. Mal schauen. Also du kannst mit 3 Racks, ich guck mal, ob ich eine mit drei Baracken finde. Weil ich glaube, das ist für die Liga, in der du gerade bist, ein echt gutes Opening. Es ist sicher. Es ist stark. Und ja, du kannst mit dem SCV scouten, um gegen so ziemlich alles sicher zu sein. Und das ist eine gute Übung, um dein Makro auf die Reihe zu kriegen. Also auch bis 200, 200 Supply. Glaube ich, ist es ein ganz solides Opening. Ich guck mal, ob ich da später eine finde, die das gut macht. Aber wenn du jetzt hier guckst, du hast jetzt hier diese 350 Gas und keine Mineralien, genau dann, wenn deine Factory fertig wird. Das heißt, wenn dein zweites Gas ein bisschen später gekommen wäre und du die vierte Barracks, die du jetzt noch nicht unbedingt brauchst, die musst du jetzt noch nicht bauen. Also die ist eigentlich zu früh, du kannst sie dir nicht leisten, quasi um sie konstant zu benutzen. Stattdessen hättest du lieber den Tank gebaut. Mit dem Tech Lab. Oder ein Cyclone, wenn du möchtest. Cyclone ist auch in Ordnung am Anfang gegen Protoss. Gegen War Prism oder Orakel oder Void Ray oder wie auch immer. Also die Barracks war jetzt eigentlich ein bisschen zu viel.
Weil dadurch ist halt dein Panzer ein bisschen arg spät. Falls du den überhaupt machen wolltest. Wie gesagt, du hast ja selbst gemeint, dass du ein bisschen frei Schnauze spielst. Ja, die Factory ist mehr so, die ist nebenbei. Da ist es auch benutzt, aber ich habe immer Tech Lab und baue Ja. ab und zu mal Panzer aus für Verteidigung. Was mir noch auffällt, mach Marauder. Du hast hier zwei Tech Labs und gegen Protoss sind Marodeure super. Also auch gegen die Adepten sind sie gut, gegen Zealots sind sie auch ganz okay, sobald sie diese Slow-Granate haben, die Concussive Shells. Und sie sind saumäßig tanky. Sie haben mehr Reichweite. Also, du möchtest, wenn du Tech Labs baust, dann baue auch Marodeure. Weil nur Marines funktioniert auf Dauer nicht. Und wie gesagt, die haben einfach ein bisschen mehr Wumms. Und die tanken auch besser. So, und du hast halt noch immer null gescoutet. Gar nicht. Wenn da jetzt DTs kommen würden, du würdest zwar jetzt Turrets bauen, aber die DTs hätten dich vor einer Minute bereits treffen können. Autsch. Wenn da Dark Templar reinrennen und du hast keine Scans übrig, selbst wenn du Scans hast, tun Dark Templar extrem weh. Weil sie halt vielleicht einfach aus dem Scan rauslaufen, warten, bis der Scan ausläuft und dann rennen sie wieder rein. Also du musst unbedingt scouten. Weil du halt wissen musst, was kommt, was macht mein Gegner. Vom Makro muss ich sagen, schaut das alles hier sehr solide auch aus. Auch dass du jetzt zwei Supply Depots auf einmal baust immer. Das ist super. Du kannst, es gibt da diesen Idle Worker Trick, heißt es. Und ich weiß nicht, ob du den schon benutzt. Es sieht halt fast so aus, dass du die SEVs, die Supply Depots bauen, nicht zurückschickst, wie die anderen SEVs, sondern einfach stehen lässt und sobald dieser Knopf aufleuchtet, dass du untätige Arbeiter hast, dass du dann sofort wieder mit diesen untätigen Arbeitern Supply Depots baust. Das ist der Idle Worker Trick. Ja, den benutze ich auch. Sieht man auch. Also hab ich mir schon gedacht, weil ansonsten würde das nicht so flüssig ausschauen. Es wundert mich tatsächlich, dass du bloß Silber bist mit diesem Makro, weil du bist halt, wenn du guckst, du bist halt wirklich fast, du bist 20 Worker vorne, du hast doppelt so viel Army Supply wie dein Gegner. Das schaut schon, also für Silber schaut das schon sehr solide aus. Also wirklich äußerst solide. Ich glaube, das war auch eines der Unranked-Spiele jetzt. Wenn ich mich nicht täusche. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist ein älteres gewesen. Nee, das war von heute. Ah ja, okay. Also schon ziemlich gut. Nur wie gesagt, es sind mir viel zu viele Marines. Stell dir da einfach vor, der Gegner hätte jetzt da drei Storms. Die wären wahrscheinlich alle tot. Und das ist halt schade. Auf jeden Fall. Weil Passiert mir ich. immer noch oft genug. Weil ich. Oder zwei Kolosse, die da halt hin und dann. Ja, mit Force Fields. Ah, da fehlt dieser Wumms. Marines haben eine saugute DPS, aber es sind halt übelste Glaskanonen. Selbst mit Medivacs. Und wenn du jetzt da ein Drittel der Marines quasi weghaust an Supply und dafür Marodeure hast, deine Armee wird halt viel tankiger. Die kann mehr austeilen und hält mehr aus. Vor allem gegen gepanzert sind Marodeure immer noch ziemlich gut. Also Stalker, Kolosse. Wenn du jetzt mal guckst, du hast halt bis Minute 9 immer noch nicht gescoutet. Dein Makro ist echt gut, aber du könntest halt rüberrennen und selbst wenn du deine Armee jetzt in drei Teile aufteilst, in drei gleiche Teile, würdest du jede dieser Basen vermutlich kaputt hauen. Zeitgleich. Selbst die Main? Wenn das Force Field nicht sitzt, ja, doch. Wenn das Force Field nicht sitzt und du weg von den Photon Cannons und von den Pylonen kämpfst. Definitiv. Das sind dann zwei Medivacs und 24 bis 30 Marines. Wie viele Marines hast du denn jetzt? 78. Ja, doch. Ich Void habe Rays einen sind Euro. nicht gut. Ja. Immerhin, Da kommt einer. immerhin. Ja, richtig. Nee, aber das ist das Ding. Also das Spiel, ich weiß nicht, ob du es gewinnst. Ich hab's jetzt nimmer Doch, ich habe in Haushoch Dings. gewonnen. Der So wie Gegner hat schon es was aussieht, gemacht. müsstest du das auf jeden Fall gewinnen. Aber Und du doch könntest dann. es halt schon viel früher beenden, ne? Das stimmt. Merke ich auch, dass ich mir immer zu viel Zeit lasse so. Ich finde es jetzt nicht schlecht, wenn du in Silber, Gold und selbst auch in Platin dir die Zeit lässt und gescheit hochmakrost. Da kannst du ruhig stimmen. Du hast da ein bisschen. Na, sechs Medivacs, das geht schon. Mehr willst du auch eigentlich im TVP gar nicht. Also,
du siehst, du rennst da ja einfach nur rüber. Da halt komplette Zerberstung. Der Typ tut mir leid. Das macht keinen Spaß, so gebumst zu werden. Aber, okay. Nee, wie gesagt, das hast du. Also makromäßig doch ganz gut, dass du den Idle Worker Trick benutzt. Ist auch super. Du hast bloß zwei Supply Drops benutzt. Ansonsten passt das. Ein bisschen arg viele Barracks hast du gebaut. Also, ich sag mal, wenn du konstant spielst, also, was heißt spielst, konstant auf der Map draußen bist, Druck aufbaust, mal einen Drop machst und angreifst und deine Armee immer im Kampf ist, dann reichen dir generell 8 Barracks, eine Factory und 2 Starports. Und der eine Starport, einer mit Tech Lab und einer mit Reaktor für die Liberator. Die hast du jetzt hier gar nicht gebraucht. Gegen Protoss sind sie aber Gold wert. Also sobald du 6 Medivacs hast, baust du eigentlich nur noch Liberator. Es sei denn gegen Kolosse oder halt Phoenix. Also Koloss Phoenix zum Beispiel. Da baust dann eher Vikings und hast 2 Starports mit beiden Reaktor dran für 4 Vikings auf einmal. Das brauchst du dann einfach als Produktion, um halt mithalten zu können. Aber ja, generell war das jetzt schon ganz, ganz annehmbar. Lass mich mal gucken, wann du die Armory gesetzt hast mit dem zweiten Tech Lab. Noch ein bisschen zu früh. Immer noch ein bisschen früh. Immer noch. Wie benutzt du die Kontrollgruppen? Aha, kannst du da nicht da unten sehen? Nee, ich habe ein anderes Overlay. Ah, okay. Also auf 1, also im ersten, habe ich immer meine Orbital Command. Okay. Und dann habe ich die Barracks auf einer. Okay. Und genau genommen war es das eigentlich. Okay. Das heißt, sowohl die Factory als auch der Starport, sowie die E-Base und die Armory sind nicht in einer Kontrollgruppe. Genau. Okay. Du kannst versuchen, also ich kann dir immer bloß Hinweise geben, wie viel von meinen Tipps du jetzt annimmst, ist komplett dir überlassen. Du kannst versuchen, die E-Base, die Armory, also diese beiden Gebäude in die Kontrollgruppe der Command Center zu packen. Ich sag dir auch gleich. Das ist mit den Rally Points gar nicht so geschickt, oder? Bei der eBay und der Armory macht das gar nichts. Die haben keinen Rally Point. Achso, eBay Armory, ich war gerade irgendwie bei Factory. Nee, genau. Und Factory und Starport zu den Barracks. In die Kontrollgruppe. Denn du kannst mit Tab zwischen Einheiten, also wenn du jetzt zum Beispiel Medivacs und Marines hast, die kannst mal auswählen und dann Tab drückst, dann siehst du wieder hin und her wechselt zwischen diesen beiden Einheitentypen. So, ich hab mir das auf die Maustasten gelegt, vor und zurück. Okay. Ja, bei mir ist es der Tabulator, wie auch immer. Nee, ich spiele halt mit einem anderen Hotkey-Setup, da habe ich keinen Tab. Okay. Also aber du kannst schon zwischen den Einheiten Gruppen hin und her schalten, oder? Ja. Okay, weil dann würde ich nämlich die Factory und den Starport in die gleichen Gruppen wie die Barracks tun, weil das Zeugs, also du willst konstant produzieren, wirklich konstant. Und zwar nicht nur aus den Barracks, sondern auch aus dem Starport und der Factory. Und da hilft es halt einfach, wenn diese Gebäude alle in der gleichen Gruppe sind. Jedes Mal, wenn du ausbildest, einen Marine zum Beispiel, die du ja zu lieben scheinst, das sind alle 17 Sekunden baust du einen Marine quasi. Alle 19, 18 Sekunden, 18 sind's. Das heißt, alle 18 Sekunden schaust du automatisch irgendwann auch auf deine Starports und auf deine Factory und siehst, oh, die produzieren nicht, Tab oder Umschalt oder wie auch immer das bei dir ist und dann dort weiter produzieren.
Und das gleiche Prinzip gilt auch für die eBay und die Armory. Du produzierst konstant SEVs alle 12 Sekunden, solltest du, also im Idealfall. Und dann hast du also sofort auch im Blick, aha, laufen meine Upgrades noch oder nicht? Und dann damit wird dieses, weil ich sehe halt hier zum Beispiel, du hast jetzt die Armory und die eBay ein bisschen spät. Es geht noch, es ist nicht ganz perfekt, aber es ist noch ganz gut. Aber guck mal, wenn die Armory fertig wird, wie lange, wir sind jetzt bei 8,50, sag mal 8,55, wie lange du die Upgrades nicht baust. Ich auch den Gas. Gut, das ist natürlich das nächste, dass du vergessen hast, die Gase in Under Natural zu nehmen. Liegt vielleicht auch daran, ja. Also ich muss sagen, ich habe das nicht vergessen, weil ich halt immer so viel Marines spiele. Bleibe ich mal ein bisschen zurück mit dem Gas, weil ich halt eigentlich nicht so viel brauche, deswegen. Ja, du brauchst es halt irgendwo doch. Also, du hast halt jetzt quasi die Upgrades wie sagt man, delayed, verzögert, um ungefähr 2 Minuten. Die könnten jetzt schon zu 2/3 fertig sein, die 2-2 Upgrades. Und das ist halt massiv. Stell dir vor, deine Armee hätte jetzt ungefähr dann 2-2 gegen 0-0. Du würdest ihn noch mehr stompen quasi. Und irgendwann, wenn du besser wirst, wirst du ja auch Spieler treffen, die auch besser sind, und dann möchtest du bessere Upgrades haben. Also das mit dem Gas unten nicht nehmen, ich verstehe schon, dass Marines kein Gas brauchen zum Produzieren, aber die Upgrades brauchen es halt schon. Und wenn du dann demnächst anfangen wirst, Liberator zu bauen, nachdem du die 6 Medivacs hast, die brauchen dann auch unbedingt Gas. 150 pro Liberator, das ist eine ganze Menge. Also da hast du dann eigentlich zu wenig. Jetzt kommt dein 2-2 durch, jetzt kannst du es dir leisten. Und theoretisch könntest du jetzt 3-3 loslegen, wenn 2-2 fertig gewesen wäre. Aber wie gesagt, das kommt dann eh, wenn du eine Build-Order spielst, gescheit übst, sag ich mal, dann kommt das eh viel besser mit den Timings. Also du wirst dann sehen, wenn du das mal richtig drauf hast, das spielt sich alles viel flüssiger und du wirst trotzdem massivst viele Marines und auch ein paar Marodeure haben. Also da würde ich mir jetzt nicht so Gedanken machen. Was noch, was ich hier. Irgendwas wollte ich gerade noch aufschreiben, es ist mir entfallen. Blöd. War nicht mit dem Build Order, das kommt noch. Die schicke ich dir später. Weil die Gase, ja, die nimmst du dann auch, wenn's ist. Liberator Range. Makro. Ich bin gerade überlegen, was ich sagen wollte. Fällt mir jetzt aber nicht ein. Gut, ja, nee, geh mal weiter zum nächsten Spiel. Es wird mir schon wieder einfallen. Okay. Also, das passt dann schon. Aber wie gesagt, also für Silber ist das schon sehr grundsolide. Na, immerhin. Doch, definitiv. Wenn du jetzt, also ich denke mal, wenn du jetzt anfängst, eine Build-Order zu spielen, dass du, ah, die Timings siehst, wusst doch, mir fällt's ein. Timings. Bei 7 Minuten 100 Supply und bei 9 bis 9:30 Max Out. Das sind die Timings, die du zu treffen möchtest, wie auch immer. Also wenn du es schaffst, bei Minute 7 100 Supply zu haben, außer jetzt ist es ein One-Based-Cheese, den du abwehren musst, dann natürlich nicht, aber bei einem normalen Makro-Game, sage ich mal. Also wenn ganz normal gespielt wird, nicht viel Druck aufgebaut wird, was jetzt in dem letzten Spiel zum Beispiel gar nicht der Fall war. Also da war ja null Druck. Der Gegner hat nichts gemacht und du hast nichts gemacht. Du warst alle daheim und habt schön aufgebaut. Dann willst du bei Minute 7 100 Supply haben. Vielleicht sogar 110, wenn du wirklich gut bist. Aber eher 100. 100 ist so das Ding. Und bei 9 bis 9:30 dann 200, 200. Wenn du das hinkriegst, dann hast du schon, ja, Master bis Grandmaster Niveau Makro. Und damit kannst du locker bis Platin, Diamant, was weiß ich, kommen.
wenn du dann halt noch so, klar, du wirst nicht nur mit Makro kommen. Du kannst jetzt nicht blind 10 Minuten in deiner Basis stehen. Das wird nicht funktionieren. Du wirst schon ein bisschen Scouting betreiben müssen und ein bisschen den Gegner lesen und ab und zu mal einen Drop reinschmeißen. Aber generell ist es nie verkehrt, gutes Makro zu haben. Und ich glaube, auch hier hast du jetzt wieder, war das wieder Gas First? Müsste. Ja, sieht so ein bisschen danach aus. Na, was nicht? Oh. Siehst, Rex Gas, perfekt. Obwohl du ein SCV skippst, so ein bisschen. Kurz. Muss nicht sein. Also konstant SCVs produzieren ist auch wichtig. Dann lieber ist das Gas 2 Sekunden später. Das tut nicht weh. Aber die 2 Sekunden vom SCV ist jetzt in deiner Liga nicht das Entscheidendste, aber macht einen Unterschied. Einen kleinen zumindest. Genau, jetzt baust du hier das Ding und dann Reaktor. Ich frage mich, wann du wieder scouten gehst. Gar nicht. Okay. Also das ist halt wirklich sehr gefährlich. Also wahrscheinlich verlierst du auch deswegen häufig gegen so Cheese-Zeugs, weil du wirklich keine Ahnung hast, was kommt. Also diese 4 Zerglinge, die jetzt hier draußen parken, könnten dir... Ja gut, jetzt kommen deine 2 Marines raus. Aber sie hätten schon Stress machen können. Manchmal sind sogar 6 Zerglinge. Das kann dann schon echt eklig werden, wenn du dann die Marines unten verlierst, das SCV unten verlierst. Und für ihn sind die Zerglinge günstiger als für dich die Marines und der SCV. Vor allem, wenn er zum Beispiel dann noch den Mule, den du jetzt runtergeschmissen hast, bekommt, das tut dann halt richtig weh. Von dem her, also Scouting fände ich, da würde ich dir raten, fang damit an. Je früher, desto besser. Und dann musst du halt gucken, wenn du jetzt scoutest, was siehst du? Das ist deswegen halt scout ich auch nicht, weil ich nicht weiß, wonach ich Ausschau halten Ja, muss. genau. Also ich kann dir im TVC so ganz grobe Sachen, auf die du gucken kannst. Scouting. Wenn dein SCV reingeht auf einer Zwei-Spieler-Map und die Hatchery erst noch fertig wird oder gerade fertig wird, also noch nicht fertig ist, dann ist schon gefährlich. Weil dann hat er den Spawning Pool zuerst gebaut mit Gas. Dann kommt irgendeine Form von Speedling. Entweder defensiv, damit er nur ein bisschen Pressure macht. Oder halt wirklich, dass er wirklich committet. Was würde ich da machen wollen? Tun? Defensiv spielen. Also zum Beispiel die Marines dann draußen haben gegen Speedlinge, wo sie jetzt stehen, hier ist unglaublich gefährlich. Weil da könnten Zerglinge rankommen, 30 Stück von mir aus mit Speed, kriegen einen Surround hin und töten alle deine Marines. Wenn die jetzt zum Beispiel hier stehen, hinter dem Supply Depot, kannst du immer noch schnell genug rausziehen, wenn du müsstest. Vor allem siehst du dann an deiner Rampe, siehst du dann, wie viele Zerglinge kommen rein. Und dann kannst du immer noch entscheiden, ob du die Marines rausziehst zum Kämpfen oder nicht. Wenn die draußen stehen, hast du gar keine Wahl mehr. Dann musst du kämpfen. Und wenn der Gegner zu viele Linge hat, dann stirbst du da einfach. Er tötet dir alle SCVs unten und alle Marines. Forst dir einen Lift-Off. Vielleicht spielt dann Banebuster dahinter. Und dann ist halt ganz, ganz blöd. Aber wenn du jetzt die Marines hinten hast, du kannst dir zum Beispiel einen Marine hier hin parken. Zum Scouten oder zum Gucken. Einfach damit du weißt, aha, kommt da über die Map. Die wenigsten werden außen rumlaufen. Generell solltest du eh immer irgendwie Vision haben. Also beim Watchtower und hier einen Marine zu haben, konstant ist Bombe. Weil dann siehst du einfach, okay, stell dir vor, genau jetzt diese Roaches, die würdest du sehen. Du würdest sehen, aha, da kommen 5 Roaches. Ich habe 24 Marines mit Stim, die fasse ich ab, die töte ich doch alle. Der schenkt dir jetzt quasi 5 Roaches. Ich weiß nicht, ob er hochgeht und sie alle sterben, das wäre natürlich auch nett. Boah, auch nicht schlecht. Aber das hättest halt schon vorher machen können. Ist jetzt nicht ein Riesenunterschied gewesen, aber so generell die Idee, glaube ich, sollte klar sein. Du weißt jetzt zum Beispiel, da du auch null scoutest, auch nicht, okay, nimmt er jetzt die 4. Basis, spielt er Roach Ravager oder Banelinge, weil Marines und Hellions, wie du sie jetzt baust, sind gegen Roaches ziemlich bescheiden. Gegen Roaches willst du nämlich Tanks haben und Marodeure. Und du baust halt Hellions und Marines. Das ist genau das Falsche.
Aber das mit diesem Idle Worker Trick, das hast du echt super hingekriegt. Also, da Respekt, das ist echt eine super Sache. Habe ich mir auch sogar extra den Knopf auf die Maus gelegt. Super. Also, ich sehe halt, dass du kaum Supply Block bist, was echt gigantisch ist. Du kannst konstant produzieren. Du brauchst halt jetzt bloß nur noch eine Build-Order, die du schön runterspielen kannst. Und dann musst du noch ein bisschen an deinem Scouting arbeiten. Also einfach mal damit anfangen. Und ja, da gibt's halt im TVC, es gibt, glaube ich, leider derzeit keinen wirklichen Scouting-Guide für Terraner. Irgendwie auf Team Liquid oder sonst wo. Da gab's mal einen für Heart of the Swarm. Aber jetzt, Legacy ist wahrscheinlich immer noch zu neu oder die Community ist nicht mehr so aktiv. Ich weiß es nicht. Da gibt's leider nicht so viele gute Guides derzeit. Aber generell, also für generelles Scouting, willst du halt wissen, ich schreibe mal noch dazu, generelles Scouting, was baut er, was hat er, wohin kann sein Gas gehen? Wenn du jetzt siehst, okay, der hat zwei Gas, du kannst die Gase auch anklicken und dann siehst du, okay, wie viel ist noch drin? Normalerweise bei einem Gas sind 2000 drin. Und wenn du jetzt früh reingehst mit diesem SCV, das zum Beispiel die Barracks baut, also wenn du keinen Reaper spielst, solltest du auf jeden Fall dieses SCV, das die Barracks gebaut hat, scouten gehen. Weil dann siehst du, ob er eine Base nimmt, eine zweite. Wenn ja, kannst du erstmal schon mit etwas entspannen. Wenn nein, dann voll Panik, Scouting, Hilfe, irgendein Mist muss kommen. Für gewöhnlich. Und also mit dem SCV auf jeden Fall scouten. Und dann einfach so ein bisschen das Auge drauf haben, was sehe ich? Was hat er? Wohin könnte sein Gas gehen? Also bei Zerg zum Beispiel, Roaches könnten früh kommen oder Banelinge oder Ravager. Das sind so diese drei Dinge, wo er wirklich Gas brauchen kann früh. Wenn er jetzt keine Basis nimmt, dann committet er ja zu irgendwas. Also der andere Protoss jetzt vom letzten Spiel, der hat irgendwelchen Mist zusammengespielt. Aber ein normaler Spieler, der ein bisschen einen Plan hat, der wird sich denken, hoi, das Gas benutze ich für Roaches. Ich greife jetzt den Typen mit Roaches an. One Base. Haha. Der hat zwei Marines und ich für Roaches. Bam. Und wenn du mit dem SCV rübergehst und siehst es, okay, der nimmt Gas. Vielleicht siehst du sogar den Roach Warren. Also wenn da ein Gebäude gebaut wird, klick kurz drauf, schau dir das Gebäude an. Ah ja, nimm dir die Zeit. Wenn es 2 Sekunden dauert, diese 2 Sekunden sind's eigentlich wert, damit du weißt, was kommt. Und wenn du siehst, okay, bei Minute 2 oder was kommt ein Roach vor und der hat keine Basis. Dann baust du unten einen Bunker oder vielleicht auch 2 ist auch in Ordnung. Und dann stehst du da sicher. Und dann hat er also dann ist er auf einer Basis, du stehst sicher auf 2 Basen und hast es schon verteidigt und bist vorne, obwohl du noch nichts gemacht hast. Du hast ihn nicht angegriffen, du hast einfach nur schön hochgemakrot und dich defensiv aufgestellt und verteidigt und er ist hinten. Automatisch. Und das ist gigantisch gut für dich. Du hast in diesem Spiel auch ziemlich me wenige Medivacs, ne? Null. Ja, Medivacs hättest hier auf jeden Fall brauchen können. Interessant, das muss ich mal ausprobieren, ob EMP gegen eingegrabene Einheiten funktioniert. Ich weiß, es funktioniert gegen getarnte Einheiten, aber gegen eingegrabene, ich glaube nicht. Ich schreibe mir das mal auf, ich probiere das später mal aus und sag dir Bescheid, weil das will ich wissen. In den Unit-Tester. Ja, auf jeden Fall. EMP gegen eingegrabene Einheiten. Ich schreibe mir das hier gleich in Skype als Notiz bei dir auf. Du hast halt in diesem Spiel leider, ja, leider null Medivacs. Das tut unglaublich weh. Vor allem gegen die Fungals. Also die treffen dich sehr hart. Ich fand die Idee nett, dass du mit den Vikings Overlords gejagt hast. Generell reicht's aber, wenn du einen Viking machst. Also 3 brauchst du gar nicht. Das reicht, wenn du früh einen Viking baust und den dann im Zickzack über die Map schickst. Also zum Beispiel so im Angriffskommand
immer schön weg von den Zerg-Basen, damit die Queens ihn nicht töten. Und dann, der macht sich automatisch bezahlt. Da brauchst du gar keine drei. Das dauert zwar mit einem länger, aber du willst nicht so viele Vikings früh haben. Du möchtest Medivacs bauen, um deine biologischen Einheiten hochzuheilen. Weil die sind jetzt alle verletzt, die sind quasi wertlos. Da, die nehmen einen Schaden, einen Angriff und sterben weg. Und da deswegen halt auch, wie gesagt, Starport und Factory in die gleiche Gruppe wie die Barracks, damit du da konstant am Produzieren bist. Also keins deiner Gebäude sollte leer laufen. Jemals. Außer SEVs, da hörst du irgendwann auf. Und zwar bei 66 SEVs. Also mehr als 66 SEVs auf drei Basen, beziehungsweise auch auf vier Basen, brauchst du nicht. Und gegen Lurker, also wie gesagt, gegen Roaches willst du Tanks haben. Und gegen Banelinge und Speedlinge Widowmines. Und natürlich Bio. Und Medivacs. Und Marauder? Ja, Bio ist Marine Medivac Marauder. Das ist allgemein als Bio, ja. Auch ein paar Marodeure. Also gegen Roach Ravager willst du mehr Marodeure haben? Nochmal was? Gegen Roach Ravager willst du mehr Marodeure haben als gegen Banelinge. Ungefähr 2 Marines, 2 Marines zu 1 Marodeur. Und ja, da ist es dann ungefähr 3 bis 4 zu 1. Ich schreib's dir auf, das kannst du dir später dann in Ruhe nochmal durchlesen. Also wie das Verhältnis sein sollte. Genau. So, gespeichert. Ja, es ist halt schade, dass du dieses Spiel verloren hast. Ich glaube, du hättest da ziemlich gut gewinnen können. Jetzt schauen wir nochmal, weil du produzierst immer sehr viel und auch ziemlich gut. Aber der Zerg hat halt jetzt leider auch sehr gut produziert. Also der hat tatsächlich noch ein bisschen besser produziert. Liegt auch aber unter anderem daran, dass Roaches und Ravager mehr Supply kosten. Also du kannst schneller maxed out sein mit Roaches und Ravagern als mit Zerglingen und Banelingen. Das gleiche gilt natürlich für Marodeure. Er hat aber gerade auch noch 2000 Mineralien. So gut kann er da noch gar nicht produzieren. Ja. Und auf jeden Fall über 1000 hatte der. Ja, stimmt schon. Bei Zerg ist. Zerg hat halt den Vorteil, dass die so eine unglaublich starke Economy haben. Das heißt, wenn du einen Zerg machen lässt, was jetzt hier in diesem Spiel der Fall war, dann wird er die einfach mit dem Supply davonrennen. Das ist einfach so. Und deswegen wirst du irgendwann anfangen müssen, den Zerg beim Zerg Druck aufzubauen. Während du hinten am Makron bist. Anders wird es auf Dauer nicht funktionieren können. Also leider gegen Zerg. Bei Protoss kann es funktionieren, ist aber auch nicht ratsam. Als Terraner spielst du eben die Rasse, die eigentlich dazu bestimmt ist, dauernd auf der Karte draußen zu sein, Druck aufzubauen. Übereffizient traden, also die Einheiten, die Terraner hat, Marines, Marodeure, Medivacs, die sind alle dazu ausgelegt, schnell viel Schaden zu machen. Dafür sind sie ziemlich, brauchen sie ziemlich, die brauchen einen guten Babysitter, also um die musst du dich kümmern. Das sind keine Wegwerfeinheiten, das sind keine Tanks, die musst du die ganze Zeit eigentlich im Auge behalten und die sollten im Idealfall die ganze Zeit was machen. Dass das jetzt natürlich in Silber und Gold, auch in Diamant, ziemlich anspruchsvoll ist, ist mir klar. Bei dir würde ich jetzt sagen, schau mal, ich gebe dir nachher ein paar Bildorder, die kannst du dir anschauen. Und dann mal üben und schauen, mit welchen du am besten zurechtkommst, dass du einfach ein bisschen
mit, ich sag es, ich will es nicht respektlos klingen, ein bisschen mit Hirn spielst, dass du weißt, okay, warum mache ich was, wann mache ich was, was ist der Sinn dieses Builds, und daraus dann deinen Vorteil ziehst. Und wenn du dann, weil gutes Makro generell hast du schon, wenn du das noch ein bisschen verbesserst und dann weißt, okay, wie treffe ich Timings? Du wirst anfangen müssen, auf der Map aktiv zu sein. Ab Minute 5 eigentlich. Also nach deinem ersten Scout, je nachdem, was du scoutest, wenn du siehst, okay, da nimmt eine Basis, kein Stress. Aber so ab Minute 5 willst du dann für gewöhnlich schon anfangen, irgendwie anzugreifen, Druck aufzubauen, zu droppen. Und dahinter dein Makro hochziehen, deine dritte Basis, auf die 8 Barracks gehen, deine Upgrades. Das muss irgendwann alles laufen, während du konstant Druck aufbaust. Und da kannst du versuchen, zum Beispiel, indem du jetzt einfach mal, ich gebe dir nachher diesen Bild, diesen 16 Marine Drop, und dann den schaust dir mal an und übst ihn vielleicht ein bisschen im Custom Game ein, zwei Mal, bis du ihn drin hast. Ich weiß nicht, kennst du dieses, War das denn mit dem Medivac nach 5 Minuten? Es gibt eine Build-Order, da hast du zwei Medivacs und 16 Marines mit Stim. Ungefähr bei Minute 5, vielleicht sogar bei 4:30. Ja, genau. Ich kann das nur mit noch mit einer Widow machen. Ja, ist im TVP. Im TVC spielst du es ohne. Im TVP kannst du es aber auch ohne Widowmine spielen. Da gibt es verschiedene Varianten. Sind alle ziemlich viable. Aber ich spiele es, also gegen Zerg zum Beispiel, würde ich ohne die Widowmine spielen. Weil meistens macht sie bloß Friendly Fire, wenn die Zerglinge an deine Marines hinrennen, und dann tut's einfach, das ist dann einfach nur doof. Da sind die Marines dann schon besser. Und dann guck einfach mal, was ich fragen wollte. Kennst du, wenn du ein Custom Game erstellst, die Mod Salt. Ja. Und so. Okay. Weil dann guckst mal, dass Das du. geht etwas schlecht. Dann ist gleich mit dem Internet los. Okay. Jetzt geht's Sollte. wieder. Jetzt Man geht's kann, wieder. du wirst manchmal so voll leise. So. Okay. Ja, wie gesagt, bei der Build-Order, die ich dir jetzt danach gebe, gibt's dieses Salt-Encoding. Warte, ich schick dir das gleich, dann guckst gleich mal. Spawning-Tool, kennst du die Seite? Okay, ja, dann bräuchst du die auch gar nicht schicken. Da würde ich jetzt dann zuerst mal hingucken. Und ich schick dir jetzt erstmal diesen Bild, weil da gibt's dieses Salt-Encoding, wo du dann halt mit der Mod diesen Code eingeben kannst, damit du dann halt die runterspielen zum Üben kannst. Und die ich dir jetzt geschickt habe, die geht sehr lang. Die geht tatsächlich bis 200 Supply. Also die ist wirklich lang. Die ist auch anspruchsvoll. Aber mit der kannst du dich sehr lange beschäftigen. Also wirklich unglaublich lange. Vor allem, wenn du starten möchtest mit Drop und Multitasking und so. Aber da würde ich noch gar nicht zu viel machen. Schau erstmal, dass du die Build-Order gut runterspielen kannst. Also zumindest bis Minute 7, 100 Supply. Das ist so das Erste, wo ich sage, ja, schaust mal, dass du da hinkommst. Das wäre sehr solide. Und wenn du das zwei, dreimal geschafft hast, dann schaust mal mit dem Drop. Dass du mit dem Drop ein bisschen Schaden machst, dass du dich daran gewöhnst, auf der Karte aktiv zu sein. Du kannst halt leider mit Terraner nicht bis 200 Supply in der Basis stehen. Das funktioniert als Terraner auf Dauer leider einfach nicht. Als Protoss bis zu einem gewissen Grad ja, als Zerg auch, weil du halt den Creep Spread als deine Basis hast. Also es gibt Zerg, die spielen einfach nur defensiv. Komplett. Die verlassen niemals den Creep und spielen defensiv hoch. Dann schmeißen sie mal 30 Supply der Army weg, um auf Ullis zu techen. Und irgendwann greifen sie dann mit einer starken Armee an. Gibt's ein paar. Funktioniert bis Master. Als Terraner, glaube ich, funktioniert das einfach nicht. Also selten, sehr selten. Und dann schaust halt mal, ob du dich dran gewöhnen kannst, auf der Karte aktiv zu sein und trotzdem noch deine Basis irgendwie zu managen und dein Makro hochzukriegen. Zum Beispiel diesen Idle Worker Trick. In dem Game hast du jetzt drei Supply Drops gebraucht. Ist immer noch in Ordnung. Wenn du das jetzt beibehalten kannst, während du zum Beispiel auf der Karte droppst, ist das super. Und wenn du jetzt am Droppen bist, versuchst am besten die Einheiten nicht zu verlieren. Wenn er kommt, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt noch nicht viel von deinem Micro gesehen, ob du gut mit Stuttersteppen bist.
Wie schaut's da aus? So. Es ist Game, Attacken, das Game, ne? Ja, genau, Stop and Go, also immer Attack, Move und immer nach hinten kiten. Also dass du halt mehr Schüsse bekommst, dass du immer wieder den Abstand zwischen dem Gegner verlängerst und während diesen Bewegungen schießt. Dieses Hit and Run ist das. Ja, also das geht. Das ist Geht, kein Problem. genau. Weil dann guckst mal, dass dir zum Beispiel gegen Zer du kannst ja auch im Unit-Tester erstmal üben. Wenn du willst, dann simulierst du halt erstmal einen Drop. Kannst du ja da alles einstellen. Und guckst mal, wie ist das? Wie gut kommst du da gegen Speedlinge zurecht? Und schaust, dass du nichts verlierst. Und dann gehst du halt wieder ins Unranked oder ins Ranked rein und versuchst es dort dann auch wieder einfach zu spielen. Weil die Drops willst du nicht wegschmeißen. Vor allem die Medivacs. Das sind die wichtigsten. Wenn du die Marines verlierst, ist schade. Ist aber nicht unbedingt tödlich. Sollte nicht passieren. Aber die Medivacs sind so das Allerwichtigste. Also, nach Möglichkeit, die Medivacs niemals verlieren. Immer retten. Immer. Das hat zwei Gründe. Zum einen sind sie teuer und brauchen Zeit. Zum anderen willst du gegen Protoss vor allem, aber auch gegen Zerg, wenn sie auf Ultralisken gehen, irgendwann Liberator bauen. Und jedes Medivac, das stirbt, ist ein Liberator, der später kommt, weil du es erst ersetzen musst. Ohne Medivacs kannst du Bio nicht spielen. In dem Spiel hattest du zum Beispiel ewig lang keine Medivacs und ein Stim tut dann unglaublich weh, weil das sind 20% der Gesundheit aller deiner Marines, die Stim kostet und du kannst sie nicht wieder hochheilen. Das heißt, in einem Kampf ohne Medivacs, wenn du stimmst, werden alle deine Marines 20% anfälliger oder sterben früher. Und das ist eine ganze Menge. Also deswegen sind Medivacs unglaublich wichtig. Also die am Leben erhalten und ab 6 bis 8 Medivacs bei Zerg nicht blind, aber bei Protoss dann auf Liberator gehen. Weil die einfach unglaublich viel Schaden ausrichten. Ich habe das letztens durchgerechnet, wenn es dich kurz interessiert. Da hat jemand auch Coaching von mir bekommen und der hat immer außerhalb seiner Liberator gekämpft. Also bei dem war das Positioning schlecht. Und dann haben wir mal geguckt, ja, der Kampf ging jetzt 18 Sekunden. Wie viel Schaden hat er nicht gemacht, weil er nicht bei den Liberatoren war? Und innerhalb von diesen 18 Sekunden hätten die Liberator knapp 3000 Hitpoints an Schaden gemacht. Das wären 18 Stalker gewesen, die er in diesem Kampf nicht getötet hat. Hat er nicht gemacht, weil er nicht mit seinen Liberatoren gekämpft hat. Und jetzt stell dir vor, du hast 7 oder 10 Liberator. Boom! Also der Schaden ist enorm. Vor allem gegen Protoss. Gegen Zerg, gegen Speedlinge, da spielst du es nicht. Gegen Roach Ravager? Ja, schon eher. Aber da werden sie halt häufig gesniped von den Ravagern. Deswegen spielst du da auch nicht so ganz. Da eher die Tanks mit den Medivacs, weil du die schön nach hinten micron kannst. Du kannst die Tanks ja aufsammeln, nach hinten boosten, wieder absetzen. Und das geht die ganze Zeit. Deswegen sind Tankivacs, also Tanks und Medivacs, besser gegen Roach Ravager als Liberator. Aber Liberator Das ist eh insgesamt sind nicht entfernt. schlecht. Mit den Tanks. Aber das mit den Tanks wurde doch jetzt eh gemacht. Vermutlich wird es nach der BlizzCon removed, ja, aber jetzt ist es noch viable. Klar, die Frage ist, ob du es dir jetzt noch antrainieren willst, wenn es dann eh rausfliegt. Allerdings weiß ich, dass bei Blizzard nie was fix ist. Also, eventuell sagen sie doch, nee, die Mechanik muss irgendwie drin bleiben, weil sie das Spiel nicht balancen können. Kann auch passieren. Und dann brauchst du es auch. Aber du hast schon recht, konzentriere dich da jetzt lieber erstmal auf was anderes. Also bevor du jetzt Tanky weg Micro bis zum geht nicht mehr übst, schau lieber, dass du auf die Map rausgehst, dass du da dich wohlfühlst mit deinen Drops und Move-Outs, während du hinten dein bisher ziemlich gutes Makro beibehältst. Also das ist so das, wo ich jetzt sagen würde, schau, dass dein Fokus nach vorne zum Gegner legst, mit Scouting und Droppen. Versuch aber zeitgleich hinten nichts abzubauen. Und wenn du das hinkriegst, Stück für Stück, dann wirst du sehen, das läuft dann viel besser. Vor allem, wenn du dich auf den Gegner einstellst. Also ich habe jetzt da so ein paar Teile rausgeschrieben. Gegen Kolosse willst du Vikings haben. Gegen High Templar, das weiß schon, wahrscheinlich dann die Ghosts. Für EMP. Und ansonsten halt Bio und bei Zerg gegen Roach Ravager Tanks mit mehr Marodeuren und gegen Ling Bane eher Widowmines.
mit weniger Marodeuren. Zwar schon ein paar zum Kiten und zum Tanken der Banelinge, aber halt weniger. Und dann hat sich das quasi auch mit dem, was du scouten und was für eine Army Composition du machen musst. Bio hat dann nicht so viele verschiedene Dinge wie zum Beispiel Mac. Bei Mac müsstest du jetzt unbedingt ganz viel beachten. Was baut er? Was baust du? Cyclone, Hellion, Widowmine, Viking, Raven, Banshee, Liberator, da musst du die Army viel feinfühliger zusammenstellen als bei Bio, weil bei Bio hast du ja bloß Marine, Marodeure, Medivacs. Das ist dein Core und der ändert sich auch nie. Das Einzige, was sich ändert, ist, ob du Liberator oder Vikings baust oder Tanks oder Widowmines. Und irgendwann vielleicht Ghost dazu ballerst. Und das war's. Jo. Würdest du sagen, ich sollte mal mehr Zerg und Protoss spielen, damit ich mehr Ahnung von denen so krieg? Es kann zumindest nicht schaden. Also, damit du ein Gefühl bekommst. Aber dann würde ich das auch eher mit einer Build-Order machen, dass du weißt, okay, warum spielen die das so? Was sind die Stärken und Schwächen der aktuellen Build-Order? Weil ansonsten freestylst du wieder bloß und kannst wieder nichts bei rausziehen. Aber generell ist es eine sehr gute Idee, auch mal diese Rassen auszuprobieren, zum gucken, wie spielt sich das, worauf kommt es denen an? Weil dann wirst du zum Beispiel sehen, bei Zerg kommt es darauf an, die Queens und der Creep sind ganz, ganz wichtig. Weil sie halt die Injects machen, der Creep Spread gibt Vision und Speed für die Einheiten, da fühlt sich Zerg sicher. Und bei Protoss wirst du dann auch sehen, okay, die müssen auch arbeiten mit dem Mothership Core, Pylonen, wo sind Stärken, wo sind Schwächen, wann werde ich gedroppt, wann tut's mir weh. Und dann weißt du natürlich auch als Terraner, wenn dir das selbst widerfährt als Protoss, wann es einem Protoss wehtut oder wann es einem Zerg wehtut. Also schlecht finde ich die Idee nicht. Ich würde sagen, ja klar, probier's aus, mach's. Definitiv. Ist nicht das Dümmste. Okay. Ich habe halt am Anfang ein bisschen die Rassen gespielt und bin auf Zerg und Protoss überhaupt nicht klargekommen und dann bei Terraner geblieben. Okay. Habt ihr auch bloß auf, ich glaube, Zerg Level 3 und Protoss Level 7. Okay. Ja, jetzt, also ich denke mal, dass du es jetzt noch nicht unbedingt machen musst. Jetzt mal die Rassen ausprobieren. Ich denke, es wäre jetzt wirklich, wie gesagt, wichtiger, dass du erstmal wirklich Bio spielst, indem du auch Marodeure addest, früher. Und dann halt auf die Map rausgehst und nicht bis 200 Supply hinten in der Basis sitzt. Das geht in den meisten Fällen, wird das vermutlich später auf jeden Fall. Vielleicht ist es jetzt noch ganz gut, aber später wird es schief gehen. Und dann halt Scouting. Scout für die Gase. Wie viele nimmt er? Wie viel hat er gemeint? Schau, ob du Tech-Gebäude sehen kannst, wie den Roach Warren oder ein Twilight Council oder ein Stargate oder ein Baneling Nest. Solche Dinge. Und dann musst du halt überlegen, immer überlegen, also nie blind spielen, nie auf Autopilot, immer gucken, versuchen zu denken, was mache ich, warum mache ich es, was macht mein Gegner, warum macht er es. Und je öfter du das machst, du kannst ja auch nach dem Spiel nochmal dir das Replay anschauen, das würde ich dir auch raten, aus deiner Sicht, nur aus deiner Sicht und gucken, zum nochmal reflektieren, weil während dem Spiel kann das sehr schwierig sein, weil das Spiel halt so schnell ist. Aber wenn du nach dem Spiel nochmal versuchst, dir ein Bewusstsein zu schaffen, was habe ich da jetzt eigentlich gespielt? Was ist da passiert? Was habe ich gesehen? Was heißt das für mich? Und irgendwann hast du das dann drin. Ja. Ja. Und nochmal zu dem, dass ich mir auf der Map spielen soll. Also das mache ich dann, indem ich einfach mit einem vollen Medivac rumfliege oder wie? Genau. Einem oder zwei Auch oder wie? ja, am Anfang, also mit dem Bild, den ich dir jetzt nachher schicke, diesen 16 Marine Drop mit zwei Medivacs, später sind es vier und dann guckst du halt, ob du die aufteilen willst auf verschiedene Basen oder zu einem großen Push zusammensetzen willst, was häufig der Fall ist. Das musst du dann selber gucken, was für dich am besten funktioniert. Aber ja, einfach, dass du damit mal ein bisschen rumexperimentierst und wenn es schief geht und du da jetzt ein paar Spiele verlierst, nicht gleich aufgeben. Versuch's weiter und hinten halt dann schön an deinem Makro dranbleiben, weil das ist ganz gut. Es wäre jetzt sehr schade, weil ich sehe das häufig, dass Leute dann vorne sehr gut werden mit Schaden machen und Drops und Zeugs, aber dann hinten keine Armee mehr haben, wenn sie vorne verloren haben.
Also als Terraner, wenn du deine eine Armee wegschmeißt oder weggeschmissen hast oder weggetradet hast oder verloren hast oder wie auch immer, dann willst du hinten eigentlich sofort die gleiche Armee wieder da haben, damit du sofort wieder loslaufen kannst. Das Also ist so das so Ziel als kannst du dann Druck Terraner. ausüben. Genau, Kannst du auf richtig. den Sack gehen. Ja, perfekt. Hätte ich nicht besser sagen können. Dem Gegner immer das Zeug in die Fresse schlagen, bis er dran erstickt. Außer halt, du verlierst zu viel und er verteidigt zu gut. Aber das kommt dann mit der Zeit, lernst du das dann auch, wann du reingehen kannst und wann nicht, wann er zu viel hat und wann nicht. Aber erstmal würde ich wirklich sagen, gewöhn dich dran, auf der Karte draußen zu sein. Das wird bestimmt jetzt in meiner Elo sehr gut sein, weil ich merke, dass zumindest an mir, dass mich das immer total abfuckt. Ja, und das wird die anderen Leute, gegen die du spielst, auch komplett zerstören erstmal. Weil sie halt, das ist halt Stress. Und wenn du es Auf schaffst, jeden. dem Gegner Stress zu bereiten, ohne wirklich selber gestresst zu sein, und hinten passt dein Makro noch. Perfekt. Was Bestes kann gar nicht passieren. Weil du zwingst ihn dann zu Fehlern und dann wird es noch schlimmer für ihn und plötzlich ist er in dieser Abwärtsspirale, aus der er nur noch sehr schwer rauskommt. Und in deiner Elo, ja, ein Drop kann bereits das Spiel entscheiden. Ist wirklich so. Wenn ein Drop richtig trifft, der Gegner, wenn er zu spät Einheiten gebaut hat, was auch passieren kann, und hat nichts, dann kann dieser 16 Marine Drop bis Master, zumindest war das vor einem Monat noch so, oder vor eineinhalb, bis Master konnte dieser Drop, den ich dir nachher jetzt dann gleich schicke, Spiele beenden. Was Sogar hat sich in. denn da verändert? Die Zerg haben sich adaptiert und wissen jetzt, dass er Meta ist und spielen halt dementsprechend dagegen. Aber vorher war er halt noch relativ neu. Sie waren ein bisschen zu greedy. Ja, und dann sind sie gestorben, weil sie zu wenig Einheiten hatten. Ah, ich habe dir den Drop schon geschickt. Genau. Das ist der Bild. Ja, der ewig lange, bis 200, ey. Ja, genau. Hast du noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Wünsche oder sonst irgendwas, bevor wir jetzt dann fertig sind? Ja, eigentlich nichts Spezifisches. Okay. Na, Gut. auf jeden Fall informativ. Das hoffe Danke ich für die doch. Bildorder. Ich hoffe, das hat dir jetzt geholfen. So generell, ich werde dir jetzt noch die Datei rüberschicken, die ich gemacht habe. Was ich mir halt immer so gedacht habe, dass. Also, klingt wahrscheinlich hochnäsig, aber ich habe meinen Markt zumindest auch mal gut eingeschätzt. Und eben strukturiert zu spielen, hat mir so noch gefehlt. Ja, nee, dein Makro ist auch für Silber. Also ich würde sagen, dein Makro generell ist Platin bis Diamantniveau. Von dem, was ich jetzt gesehen habe. Wenn du jetzt das mit den Upgrades, den Timings, den Gasen und eine gescheite Bildorder hinkriegst, Bombe. Also ist nicht wirklich arrogant, wenn du sagst, dein Makro ist solide. Es ist solide. Für Silber definitiv. Mehr als das. Das beste Silber-Makro, das ich bisher gesehen habe. Echt? Doch, Cool. definitiv. Definitiv. Also ist definitiv zwei Level über der Liga, in der du derzeit aktuell bist. Nochmal was, definitiv? Definitiv, dein Makro ist zwei Ligen über dem, in der Ach, du liegen. derzeit bist. Liegen, ja. Also, Okay, das habe ich nicht verstanden. ja. Müsste ja zumindest easy bis Gold gucken. Ja, wenn du das übst, beherzigst und das für dich gut läuft. Was ich hoffe, dann ja, easy. Also wirklich. Denke ich schon. Probier es jetzt erstmal eine Woche aus, guck nach, wie es dir funktioniert für dich und dann, wie gesagt, Feedback wäre dann super. Wenn du sagst, hey, danke, hat super funktioniert, bin jetzt eine Liga höher gekommen, war geil, dann wäre das, täte ich mich riesig freuen. Und wenn nicht, dann sag mir, woran es liegt, damit ich beim nächsten, den ich coach, dann darauf besser eingehen kann. Weil wenn es nicht geholfen hat, dann wäre schon echt schade. Ja klar, mache ich. Super, freut mich. Okay, dann wünsche ich dir alles, alles Gute, good luck, have fun. Danke. Und vielleicht hört oder schreibt man sich die Tage mal. Ja, vielleicht. Also ich sag dir Okay. auf jeden Fall Bescheid, wenn ich aufsteige. Ja, das wäre super. Okay, alles klar, dann wünsche ich dir noch einen schönen Ja. Abend. Mach's gut. Ja, danke. Ciao.